TV, der Mario, ich grüße euch. Mur Audio erweitert ab sofort das Angebot an Preamp-Pedalen um die Modelle 11, 12 und 13. Das Preamp-Pedal Nummer 11 Kali Dual basiert auf einem erstaunlich vielseitigen, legendären US-Boutique-Rock-Ikone. Das Pedal Nummer 12 Freedmine basiert auf einem beliebten US-Boutique-Brown-Sound-Amp im britischen Style. Das Preamp-Pedal Nummer 13 Matchbox basiert auf einem bekannten Class-A-Combo im britischen Style. Wie alle Pedale der Mur Micro Preamp-Serie besitzen auch diese Pedale einen authentischen Sound eines legendären Röhrenverstärkers. Sie sind ausgestattet mit einem Clean- und Overdrive-Kanal, eine Dreibandklangregelung, Bass mit den Höhen, ein Volume- und Gain-Regler ist vorhanden. Mit diesem Taster kann man die Kanäle umschalten. Dieser aktiviert bzw. deaktiviert die Speaker-Simulation. Bei roter LED ist der Overdrive-Kanal aktiv, bei blauer LED der Clean-Kanal. Robuster Fußschalter, stabiles Metallgehäuse, Drew-Pipers, Status-LED und wie gewohnt an der Stirnseite der Netzanschluss. Batteriebetrieb wird nicht unterstützt. Man kann die Pedale direkt an eine PA anschließen oder an einen Monitor. Man kann sie an einer Soundkarte zum Recording anschließen oder kombinieren mit dem von mir erst kürzlich vorgestellten Mur Radar. Dann kann man die Speaker-Simulation von diesem Pedal nutzen, muss diese allerdings deaktivieren. Man kann die Pedale auch bei deaktivierter Speaker-Simulation direkt am FX-Return vom Verstärker anschließen, nicht jedoch am Instrumenteneingang. Dann kann man den Sound direkt am Speaker vom Verstärker mit Mikrofon abnehmen. Ich spiele die Pedale zuerst mit ihrer eigenen Speaker-Simulation direkt an der Soundkarte an und anschließend über den Amp am FX-Return. We'll be right back.
Das waren die neuen Micro Preamp Pedale Nummer 11, Kali Dual, Nummer 12, Freedmine und Nummer 13, Matchbox. Wenn ihr neugierig geworden seid, testet die Pedale mal an beim Händler eures Vertrauens oder lasst sie euch zuschicken. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Das war's von Musik TV. Tschüss, euer Mario.